Das erste Pre-Release-Wochenende von dem neuen Set Maskerade im Zwielicht ist vorbei. Wart ihr auf einem Pre-Release-Turnier? Ich war auf einem Pre-Release-Turnier und zwar bei meinem Partner, den Battle Bären in Kaiserslautern. Und dank der guten Boys darf ich dieses Pre-Release-Kit-Display zusammen mit euch öffnen. Und wir schauen uns die verschiedenen Decks an. Ich erzähle euch ein bisschen, was mein Deck war, wie ich abgeschnitten habe. Und wir schauen uns natürlich die neuen Karten an. Ganz lieben Dank geht hier natürlich raus an die Battlebären fürs Ermöglichen dieses Videos. Und ja, ich weiß, der ein oder andere von euch ist von diesem neuen Set weniger begeistert. Aber ich liebe Pre-Release-Turniere. Frost Deja ist unsere allererste Promo, die wir hier rausbekommen. Dieses Ding ist angeblich super strong, aber in meinem Deck musste ich später raussortieren, weil es hat einfach meine Pokémon gekillt. Dazu später mehr. Denn ich liebe dieses Feeling auf einem Pre-Release-Turnier. Keiner kennt das Set. Für alle ist es neu. Und ja, die neuen Karten zusammen zu begrüßen ist einfach super. Bevor wir jetzt aber ins allererste Booster reingehen, öffnen wir dieses Frostedge-Deck. Ich werde euch die Promos jeweils zeigen. Ich werde euch grob die Karten zeigen, die in diesem Deck vertreten sind zum Spielen. Und ja, ich habe es eben schon gesagt, Frostedge hat mich... Ich muss den Mülleimer, glaube ich, woanders hinstellen. Frostedge hat in meinem Deck leider nicht so gut geholfen. Ich hatte nicht das Frostedge-Deck, ich hatte das Chimpsticks-Deck. Das schauen wir uns aber gleich an. Und oh ja, dieses Florges. Florges und Frostedge. Die Fähigkeit von Frostedge ist hier Frosthülle. Lege beim Pokémon-Check, also immer beim Switch, wenn dein Zug beendet ist und der nächste dran ist, immer dazwischen werden Schadensmarken auf jedes Pokémon mit einer Fähigkeit gelegt, außer auf Frostedge selbst. Und in diesem Deck, in diesem Set gibt es einige Pokémon, die eine Fähigkeit haben. Unter anderem Florges. Das heißt, dieses Deck, wenn du Frostedge spielen willst, legst du auf dein eigenes Florges nach jedem Pokémon-Check 10 Schadensmarken, eine Schadensmarke. Und das jedes Mal. Und wenn ich 2 Frostedge habe, mein Gegner hat vielleicht noch 2 Frostedge, sind es schon 40 Schadenspunkte in jedem Check. Das ist absolut... Das hat mich so getriggert. Ich musste Frostedge irgendwann aus meinem Deck rausholen. Ich werde euch auch nachher gleich zeigen, warum. Weil das wirklich meine Fähigkeiten Pokémon, die ich brauchte, gekillt hat. Firnontor hatte ich allerdings auch bei mir im Deck. Der war sehr, sehr stark. Durch diese Schadensmarken, die ja dank Frostedge überall schön verteilt werden, macht er halt mit heftige Prügel, was nur eine Wasserenergie kostet, 20 Schadenspunkte pro Schadensmarke, die auf dem Pokémon liegt. Ist schon ziemlich nice gewesen. Wie gesagt, Frostedge, genau dieses Set hier hatte ich auch. Benezaru, sehr, sehr cool. Mit dem kannst du nämlich die Schadensmarken, die auch auf deinem Pokémon liegen, verteilen und auf die des Gegners legen. Jeweils auch 3 Schadensmarken, also 30 Schadenspunkte insgesamt. Beatori habe ich tatsächlich nicht gespielt. Aber ja, das ist, das war definitiv ein sehr, sehr wildes Pre-Release-Turnier. So viel zum Frostedge-Deck. Auf die einzelnen Trainerkarten gehe ich gerne ein, wenn es sich irgendwie ergibt. Also ich will jetzt hier keinen durchgängigen Talk über die Decks haben, weil ich glaube, das ist nicht für jeden von euch spannend. Diese Karte auch sehr, sehr stark. Zeige deinem Gegner bis zu 2 Pokémon auf deiner Hand und lege sie in dein Deck. Und du kannst dann bis zu 2 Pokémon einfach beliebig aus deinem Deck rausholen dafür. Auch sehr, sehr starke Karte. Ein Voltrel Art Rare. Ja, das ist doch nice. First Pack Magic. Wunderschöne Karte. Und ein Simsalan Holo. Und ja, dieser Boy. Vielleicht hat der ein oder andere von euch das auf Instagram gesehen. Gegen den durfte ich als erstes antreten. Das war tatsächlich jemand, der hat die ganze Katapultra-Entwicklungsreihe gezogen. Gibt es ja nicht als Deck an sich, aber in den Boostern kannst du es ziehen. Und oh, Serapfel. Sehr, sehr stark die Promo. Nicht die Promo, aber die Holo-Serapfel in dem Chimpsticks-Deck. Gehe ich, wie gesagt, auch nochmal drauf ein, wenn wir dazu kommen. Wir werden Chimpsticks bestimmt noch rausziehen. Dann zeige ich euch gerne mein Deck. Und ja, dieses Katapultra hat mich einfach gekillt, weil ich... Vielleicht ziehen wir den, dann kann ich ihn euch zeigen. Ansonsten blende ich euch die Karte gerne noch einmal ein. Last Pack Magic für das allererste Kit. Ja, ich bin gespannt, ob wir hier ein paar schöne Alternativen rausziehen. Die eine oder andere gab es tatsächlich auf dem Pre-Release-Turnier. Hier haben wir schon den ersten Boy, Goldra. Gab es tatsächlich auf dem Pre-Release-Turnier zu sehen.
Den Sympaball. Durchsuche dein Deck nach einem Pokémon mit demselben Namen wie ein Pokémon deines Gegners im Spiel. Okay, ja, ist praktisch, wenn man das gleiche Deck hat. Und die türkisgrüne Maske Ogerporn. Gibt es auch als EX-Karten hier drin und ich sag euch, die haben es in sich. Gehen wir rein ins zweite Deck und schauen, was für eine Promo sich hier verbirgt. Nigiragi. Nigiragi tatsächlich interessant. Kunden anlocken. Sehr interessante Fähigkeit übrigens. Einmal während deines Zuges, wenn dieses Pokémon der aktiven Position ist, kannst du dir die obersten 6 Karten deines Decks anschauen, eine Unterstützerkarte, die du dort findest, deinem Gegner zeigen und auf deine Hand nehmen. Das ist, wenn du Unterstützerkarten hast, die dafür sorgen, dass du nach Karten suchen kannst, dass du dein Deck mischen kannst, dass du Karten ziehen kannst, ist diese Fähigkeit natürlich schon gar nicht so schlecht. Gehen wir rein in die nächsten 4 Booster. Ich hoffe, wir werden hier gleich ein Hit. Oh, dieses Vulpix. Schaut euch dieses schlafende Vulpix an. Super süße Karte. Und Evoli! Ich habe tatsächlich an meinen Boostern, die im Kit waren, ein Reverse Fulipoba gezogen. Leider hat mir Evoli gefehlt, um es auszuspielen. Oh, Windewoge, stark. Übrigens entschuldigt den blanken Untergrund hier. ich habe leider, als ich on Tour gegangen bin, will ich mal grob sagen, nicht daran gedacht, eine Playmat mitzunehmen. Ich habe Produkte mitgenommen für Videos, aber ich habe überhaupt vergessen, eine Playmat mitzunehmen. Deswegen haben wir einen ganz blanko, farblosen Boden. Oh, Benesaru und Holo, das ist auch sehr, sehr stark. Und ja, ich hoffe, ihr stört euch nicht zu sehr dran. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, habt ihr an einem Pre-Release-Turnier teilgenommen? Werdet ihr noch an einem teilnehmen? Ich meine, zwei, ich in verschiedenen. Also jetzt hatte ich eine, gab, war, also jetzt das Wochenende war ich ja auf einem, je nachdem, wann ihr das Video natürlich seht. Und ich kenne Leute, die sind das Wochenende drauf auch noch bei einem. Hi Terra IX, heiterer Tausch. Einmal während deines Zuges kannst du eine Basisenergie von einem deiner Pokémon auf eins deiner anderen Pokémon verschieben. Okay, das ist sehr, sehr cool. Basisenergie zu verschieben ist immer praktisch. Hätte ich mir beim Pre-Release-Turnier einige Male gewünscht, tatsächlich. Und auch wieder Last Booster Magic für dieses Kit. Also so einen richtigen, also ja doch, also ich sag, man freut sich sehr, wenn man eine EX-Karte zieht. Hytera kann man in dem Sinne jetzt leider nicht mal verwenden, weil das Chanera fehlt. Also, und dann hast du nur einmal Chanera gezogen vielleicht. Schwierig, das dann rauszukriegen. Rosaluna EX, nochmal eine zweite EX in einem Kit. Routiniertes Geschick. Die Kosten der von diesem Pokémon eingesetzten Attacke Blutmond verringert sich für jede von deinem Gegner genommene Preiskarte um Sternchen. Boah, fünf Farblos-Energien, das ist schon wirklich buff. 240 Damage. Gegen den möchte ich nicht antreten. Next one. Wir können jetzt noch Chimsticks als Promo ziehen und Panferno. Panferno war das? Panferno ist er, der Boy. Ich hatte gerade irgendeine andere Attacke im Kopf. Pyrotanz. Einmal während deines Zuges kannst du eine Basis-Feuerenergiekarte und eine Basis-Kampfenergiekarte oder von beiden einen aus deiner Hand beliebig an deinen Pokémon legen. Das ist schon, uff. Das ist schon wirklich heftig. Damit kannst du den relativ schnell ausstatten. Versengendes Feuer legt eine Energiekarte nach dem Angriff auf dein Deck, auf deinen Ablagestapel und kannst einfach mit der Fähigkeit dir wieder die Energien ranziehen, um demnächst nochmal anzugreifen. Das ist wirklich, ich glaube, die meisten auf dem Pre-Release-Turnier wollten Panferno haben. Der eine oder andere hatte ihn auch. Ich habe auch gegen ihn gespielt. Das war schon sehr, sehr lästig. Schaut euch dieses süße Fulipoba an. Ist das nicht eine wunderschöne Evolution-Karte? Chimsticks! Hier haben wir den Boy mit seiner Fähigkeit Bum Bum Groove. Einmal während deines Zuges, wenn dein aktives Pokémon die Fähigkeit Festmeister hat, ist gut mit Sirapfel. Sirapfel sag ich immer, ne? Sir Apfel heißt er eigentlich. Und hier ist er nämlich. Der hat nämlich die Fähigkeit Festmeister. Und wenn der Boy in der aktiven Position ist, dann darfst du dir mit Chimsticks einmal pro Zug eine Karte aus dem Deck suchen. Irgendeine. Das kann Energie sein, das kann Trainerkarte sein, das kann EX sein, das kann Entwicklungskarte sein, Trainerkarte. Völlig egal. Absolut OP. Aber der Boy hat halt leider auch nur 80 KP. Deswegen kann er nicht so viel tanken. Allerdings ist seine Fähigkeit, wenn die Stadionkarte
Festplatz im Spiel ist, kann dieses Pokémon die Attacken, die es hat, einsetzen, um zweimal anzugreifen. Da habe ich tatsächlich einige Male von Gebrauch gemacht. Wenn man das denn rausgebracht hat, man braucht den Festplatz. Man braucht den Festplatz aktiv. Den hat man dann im Spiel. Der sorgt übrigens dafür, dass keine Statusveränderungen oder keine speziellen Effekte gültig sind, wenn an deinem Pokémon Energien angelegt werden. Heißt, du kannst nicht verwirrt werden, kannst nicht vergiftet werden. Und wenn dieser Festplatz aktiv ist, kann der zweimal angreifen. Und für jedes Pokémon auf deiner Bank macht er 20 Schaden. Das ist schon ziemlich nice. Rechne dir die volle Bank aus und 100 Damage. Da er zweimal angreifen kann, greift er mit 200 KP Damage an. Und das ist schon nett. Das ist schon ziemlich cool. Und selbst wenn ein gegnerisches Pokémon dadurch kampfunfähig wird und das nächste vorgezogen wird und du noch einen Angriff übrig hast, weil, keine Ahnung, das gegnerische Pokémon hatte nur 60 KP, darfst du nochmal das nächste Pokémon, das kommt, anchippen oder auch rausnehmen. Es war schon sehr, sehr wild. Also deswegen gehe ich so gerne auf Pre-Release-Turniere. Man lernt die Karten kennen, man lernt die Fähigkeiten kennen, man lernt damit zu spielen. Also absolut empfehlenswert für alle, die dieses Florges. Bezaubernde Einladung. Einmal während deines Zuges kannst du eine Münze werfen. Wechsel bei Kopf ein Pokémon von der Bank deines Gegners in die aktive Position ein. Und das neue aktive Pokémon ist auch noch verwirrt mit dem Festplatz nicht, falls eine Energie dran liegt. Aber dieses Florges hat mich auch so getriggert, weil es ist einfach so ein Befehl vom Boss. Du nimmst jetzt den nach vorne, du nimmst den nach vorne und du brauchst ja Energien, um dein Pokémon wieder zurückzuziehen. Und die hast du einfach in so einem Pre-Release-Kit nicht. Oder allgemein hast du niemals die Energien, die du eigentlich für andere Pokémon ausrüsten musst. Und das war wirklich, puh, hier haben wir den guten Festplatz. Das war wirklich ganz schön brutal. Also, oh, guck mal, Mensch. Panferno direkt im Panferno-Deck-Kit. Perfekt. Glaube ich, hier ein sehr gutes Kit. Hast Panferno drin. Hast Panferno im Booster. Ich habe wie heißt die Vorstufe nochmal? Ah, guck mal, da ist er wieder. Panpyro haben wir jetzt schon zweimal gezogen. Da kannst du echt. Rosana übrigens auch gar nicht so schlecht. Einladender Kurs durchsuchen ein Deck nach einem Basis-Pokémon. Das heißt, du legst eine Basis-Energie, die du gerade brauchst, an Rosana an. Da die Attacke Gott sei Dank farblos ist, kannst du da alles anlegen. Und suchst dir ein Basis-Pokémon raus. Das kann auch deine EX-Karte sein. Und je nachdem, zum Beispiel mein Ogapon brauchte eine Kampfenergie, kannst du die Energie dann direkt an dein eingewechseltes Pokémon, was du auf die Bank gelegt hast, anlegen von Rosana an das andere Pokémon. Plus noch eine Energie in jedem Zug. Ist schon, war schon gar nicht so blöd. Leider ist sie nicht so oft zum Einsatz gekommen. Oh, 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 Leute, ich habe da was Schönes, Pinkes gesehen. Oh, hier haben wir übrigens das Scharniera für Hytera. Fandra, Quabuzi, Lumiflora, Quappo. Der Sinius Vermächtnisenergie. Oha, wie gut sieht die bitte aus? Let's go. Solange diese Karte an ein Pokémon angelegt ist, liefert sie jeden Energietyp, aber immer nur eine Energie. Wenn das Pokémon, das diese Karte angelegt ist, durch Schaden einer Attacke von Pokémon deines Gegners kampfunfähig wird, nimmt jener Spieler eine Preiskarte weniger. Dieser Effekt, dieser Vermächtnisenergie, kann nur einmal pro Spiel angewandt werden. Okay. Aber schöne Karte. Milotic und Bonino. Ich hoffe übrigens, es ist okay für euch, wenn ich nicht einfach durch die Kits hier durchrushe. Also schon ein bisschen. Aber wenn ich halt Karten sehe, die mich an das Pre-Release-Turnier erinnern, dass ich da dann auch ein bisschen drauf eingehe. Frostage. Und die nächsten vier Booster. Also Frostage ist, ich weiß gar nicht. Also Frostage ist, wie gesagt, gut, um überall Schadensmarken draufzulegen und die Pokémon anzuchippen. Damit man dann mit Firnontor zum Beispiel sehr, sehr viel Schaden macht. Glaziola habe ich auch noch nicht gesehen. Sehr, sehr schön. Da haben wir den Sir Apfel. Aber es ist halt auch super schädlich für deine eigenen Pokémon, die auch Fähigkeiten haben meistens. Es sei denn, du spielst wirklich ein Deck komplett ohne Fähigkeiten. Dann kannst du Frostige ganz gut nutzen. Aber das war bei mir nicht der Fall. Tangela. Pipi auch so simpel und süß. Oh, an dem Schrein hier, der Boys. Oh je. Shinux, Voluminas, der Simperball. Ich weiß nicht, ich glaube, ich finde den nicht ganz so stark. Zumindest ist mir... Was? Warum normal? Voltrill again in einem Display. Okay. Dann nehmen wir den Vogel nochmal mit. Next Booster. Also, ich glaube, ich habe ein bisschen den Faden verloren. Naja, gut, wenn man so Karten zieht, ist ja oft so, dass man unterbrochen wird. Wie süß ist dieses Schneckmark, bitte.
Wie gesagt, ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr, dass ich ein bisschen auf die Karten eingehe. Ich finde das gerade beim Pre-Release immer sehr, sehr hilfreich. Gerade wenn man auch spielt. Und der eine oder andere von euch weiß es ja vielleicht noch nicht. Aber auch ich habe mittlerweile zwei Decks. Eins, was eigentlich fertig ist, bis auf, ich glaube, ein, zwei Karten. Und ein zweites Deck, was noch nicht ganz perfekt ausgestattet ist. Da muss ich noch ein bisschen dran feilen. Und sie haben einen Brunnenmaske-Ogerporn. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Hat keine Fähigkeit, im Gegensatz zu der türkis-grünen und der Fundamentmaske. Schluchzer, während des nächsten Zuges deines Gegners kann sich das verteidigende Pokémon nicht zurückziehen. Unangenehm. Sintflutpumpe macht 100 Damage. Du kannst 3 an dieses Pokémon angelegte Energien in dein Deck mischen. Wenn du das machst, fügt diese Attacke auch ein Pokémon auf der Bank deines Gegners 120 Schadenspunkte zu. Was? Du packst eine Energie ins Deck, nicht auf den Ablagestapel, kannst sie also theoretisch wieder ziehen. Und du machst 100 Schaden dann auf das Aktive und nochmal 120 auf 1. Das ist ja... Okay, das wäre in meinem Wasserdeck interessant geworden. Hätte ich wahrscheinlich auch leichter rausbekommen, weil es eine Wasserenergie und keine Kampfenergie brauchte, als mein anderes Ogerporn. Und weil wir die ganze Zeit davon reden, zeige ich euch den Boy jetzt. Und das ist er. Wir haben hier einmal Ogerporn mit der Fundamentmaske. Und er hat die Fähigkeit Fundamentabwehr. Und das verhindert jeglichen Schaden von anderen Pokémon, die eine Fähigkeit haben. Das heißt, Ogerporn ist immun gegen Angriffe, die von Pokémon ausgeführt werden, die eine Fähigkeit haben. Absolut OP. Blöd ist allerdings, die Attacke demolieren, dass du eine Kampfenergie brauchst, wenn du kein Kampfdeck hast. Ich hatte kein Kampfdeck, ich musste mir irgendwie ein, zwei Energien reinpacken. Und das war wirklich ein bisschen schade, weil ich habe wirklich diese Attacke nicht ein einziges Mal einsetzen können. Kommen wir rein zum nächsten Deck. Fünftes Kit, Halbzeit, Chimsticks. Bin ich ja jetzt schon ein bisschen drauf eingegangen. Wie gesagt, Chimsticks, ja, mit der Fähigkeit Bum Bum Groove. Ist also immer nett, einen Chimsticks auf der Bank liegen zu haben, wenn Sir Apfel vorne liegt. Ansonsten, wenn Sir Apfel halt down ist, bringt dir auch die Fähigkeit nichts mehr. Und dann kannst du es zu Gortrum entwickeln. Und Trommelschläge ist ganz interessant. Und zwar während des nächsten Zuges deines Gegners erhöhen sich die Kosten von dem verteidigenden Pokémon. Einmal die Attacken um jeweils ein Sternchen und die Rückzugskosten um jeweils ein Sternchen. Und das ist macht nicht viel Schaden. Aber dafür kann das Pokémon halt vom Gegner nicht zurückgezogen werden. Und falls er angreifen will, braucht er noch eine Energie mehr. Ist also gar nicht so schlecht. Und Holzhammer mit 180 Damage und 2 Energien ist natürlich auch schon nicht ohne. Man fügt sich zwar auch selbst 50 Schadenspunkte zu, aber 180 haben, glaube ich, die wenigsten. Außer du hast natürlich eine EX wie Katapultra, der einfach 320 KP oder sowas hat. Das ist schon ganz schön heftig gewesen. Aber ansonsten war die Attacke schon sehr, sehr, sehr nett im Pre-Release-Turnier. Also ja, wie gesagt, ich bin immer wieder gespannt auf eure Meinung über Pre-Release-Turniere. Ich muss sagen, es war wirklich... Oh, der Spezialhammer auch sehr, sehr gut. Sorgt dafür, dass eine Spezialenergie von einem Pokémon des Gegners auf den Ablagestapel gelegt wird. Kann auch sehr nervig sein, wenn du die Leuchtenergie hast, die sehr wichtig ist für die Unheil? Für die Gefährten, für die Benezaru. Die Namen kann sich doch keiner merken, Gefährten. Benezaru weiß ich jetzt auch nur, weil ich den in meinem Deck hatte. Starkes Artwork von Porenta. Ja, also, ich weiß nicht. Das Feeling auf dem Pre-Release-Turnier war richtig, richtig cool. Die Leute hatten Bock auf die neuen Karten. Die Upside-Down-Fatalicha. Let's go. Da gehen wir rein. Also die Leute hatten Bock aufs Turnier. Die Leute hatten Bock auf die Karten. Alle Leute da waren super, super lieb und entspannt und cool drauf. Also es war wirklich richtig, richtig schön. Also wie gesagt, falls ihr auch aus Kaiserslautern und Umgebung kommt, dann gerne mal bei den Bären vorbeischauen. Vielleicht bin ich beim nächsten Mal auch wieder dabei. Könnte ich mir gut vorstellen. Oh, guckt euch diese Karte an. Oh mein Gott, ich sterbe. Wie süß ist die denn? Feurige Verwüstung. Ist es cool. Oh mein Gott, die ist ja ein Traum. Oh Gott, ich habe die schon im Internet gesehen. In der Review der Karten. Aber das ist ja... Holy, ist die süß. Okay, das ist ein sehr starkes Kit. Und Last Booster Magic. Wie heißt das eigentlich nochmal?
Ursaluna, aber nicht Ursaluna, sondern es hat irgendwie noch einen, vielleicht ziehen wir den ja, dann steht das da ja, Vollmond Ursaluna oder sowas. Das ist ja auf jeden Fall so ein bisschen so ein anderes Ursaluna als das, was wir aus Legenden Arceus kennen. Oh, der Joe, der ist sehr, sehr stark. Du musst eins aussuchen, und zwar tausche dein aktives Pokémon gegen ein Pokémon auf deine Bank. Einfach so ein Tausch, auch nicht schlecht. Oder während dieses Zuges fügen die von deinem Pokémon eingesetzten Attacken dem aktiven EX und dem aktiven Pokémon V deines Gegners 30 Schadenspunkte mehr zu. Das ist schon nett. Kann man machen. Pack die Bike. Oh, Gabon, Türkis, grüner Tanz. Stark. Oh, was eine schöne Karte. Das ist echt ein starkes Kit gewesen. Und das war mein letztes Match gegen diesen Boy. Der hat die Fähigkeit, einmal während deines Zuges kannst du eine Basis-Pflanzen-Energiekarte aus deiner Hand an dieses Pokémon anlegen. Wenn du auf diese Weise Energiekarte an dein Pokémon angelegt hast, ziehe eine Karte. Ist schon ziemlich nett. Der Damage natürlich auch. Diese Attacke fügt für jede an beide aktive Pokémon, meins und die des Gegners, angelegte Energie 30 Schadenspunkte mehr zu. Das ist nicht so cool. Macht gut Damage. Und gegen den Boy habe ich am Ende gespielt. Das Geile ist allerdings gewesen, mein Ogerpon gegen sein Ogerpon. Sein Ogerpon kann mein Ogerpon nicht angreifen, weil es eine Fähigkeit hat und mein Ogerpon sagt, ey, du hast eine Fähigkeit, ich bin immun dagegen, sorry. Das war ein wirklich heftig anstrengendes Match. Nächstes Deck, wir haben alle gezogen, wir haben alle Decks gezogen, die wir ziehen können, jede Promokarte bekommen. Da haben wir nochmal ein Panferno. Let's go. Und vier weitere Booster. Ich würde gerne Katapultra ziehen. Wie gesagt, Karte ist hoffentlich eingeblendet gewesen. Das war schon echt eklig, weil der hat, glaube ich, nur eine Rückzugsenergie. Der macht der macht 200 Damage, killt eigentlich gefühlt alles. Hat über 300 KP. Eisenblatt. Auch noch nicht gesehen. Und ja, der hat mich einfach rausgenommen. Also die erste Runde mit gegen meinen Gegner war halt, dass er natürlich hoffen musste. Er hatte nur ein Fandra, ein Groldra und ein Fione. Sehr sweet. Und ein Katapultra bei sich im Deck. Und natürlich ist die Schwierigkeit. Ein unfairer Stempel. Die Karte sieht auch sehr, sehr cool aus. Du kannst diese Karte nur einsetzen, wenn mindestens eins deiner Pokémon während des letzten Zuges deines Gegners kampfunfähig wurde. Jeder Spieler mischt seine Handkarten in sein Deck. Anschließend ziehst du 5 Karten, dein Gegner zieht 2 Karten. Das ist wirklich unfair. Da trifft der wirklich der Name auf den Nagel. Nee, der Nagel trifft auf den Kopf. Der Name ist Programm. So. Zurück zur Geschichte. Und er hat es tatsächlich geschafft. Oder er hatte tatsächlich das Glück, dass keine dieser 3 Karten, die er braucht, gepriced waren. Heißt, keine Preiskarte war, die er erstmal ziehen müsste. Und mein Ogerpon war ganz vorne dabei. Direkt hatte ich es zu Anfang auf der Hand. Und ja, das wurde dann halt sehr, sehr schnell rausgenommen. Und danach durfte er sich 2 Preiskarten nehmen. Und die Attacke macht auch noch, neben 200 Damage auf meinem aktiven Pokémon, macht es auch noch 60 Schaden zusätzlich auf irgendein Pokémon auf meiner Bank Schaden. Und dann wurde einfach mein Schnäppke mit 60 KP noch rausgenommen und zack, konnte er sich einfach irgendwie... Da macht er sogar noch mehr Schaden, ich weiß es gar nicht mehr. Muss ich mir das Bild nochmal anschauen, das habe ich gerade leider nicht vorliegen. Auf jeden Fall war das sehr, sehr hart. Okay, wir sind in den letzten 4 Kits angekommen. Heute mal wieder ein etwas entspannteres Nigiragi nochmal. Ich finde, das ist wirklich die schönste Promokarte aus diesen Kits. Also so hübsch, wirklich. Haben wir hier mal wieder seit längerem ein längeres Video. Ich weiß gar nicht, wie lange die Aufnahme jetzt schon geht. 30 Minuten. Ja, die Aufnahme geht, stand jetzt 30 Minuten. Ich glaube, das Video, der Rohschnitt wird, glaube ich, auch... Ich glaube, so zwischen 25 und 30 Minuten bestimmt. Ich bin gespannt. Maske des Oni, Ghoul King und Fatalicha. Ja, so viel gibt es natürlich jetzt auch zum Pre-Release-Turnier selbst nicht mehr zu erzählen. Am Ende gab es für jeden, der teilgenommen hat, das fand ich auch sehr schön. Ich meine, das waren 3 oder 4 Booster des neuen Sets. Wir haben hier Hyperaroma. Durchsuche dein Deck nach bis zu 3 Phase 1 Pokémon. Zeige sie deinem Gegner und nimm sie auf deiner Hand. Ja, das ist natürlich okay.
Wenn dein, also Phase 1 ist sowas hier zum Beispiel, eine Entwicklung, kann man natürlich machen, gerade wenn man eine Entwicklungsreihe rauskriegen muss. Also neben den drei, ich meine, es waren drei Teilnahmebooster, wenn du keinen besseren Platz belegt hast, gab es dann zusätzlich auch noch zwei Preisbooster. Nicht Preisbooster, doch, zwei Preisbooster, also wirkliche Preisbooster hinzu. Das war dann schon sehr, sehr cool. Und das waren auch meine allerersten Preisbooster, die ich bekommen habe. Windewoge again. Aber schöne Holokarte. Und je höher du natürlich, je mehr du natürlich gewonnen hast und je höher du abgeschnitten hast im Turnier, desto mehr Booster hast du am Ende natürlich bekommen. Ich weiß gar nicht, was der Erstplatzierte bekommt, weil ich glaube irgendwie 8 Booster oder so plus 4 Preisbooster. Ich weiß es nicht genau, aber ist schon wirklich. Es macht sehr, sehr Spaß. Vor allem, da keiner leer ausgeht. Jeder bekommt am Ende seine Booster, die er noch fetzen kann und einen Preisbooster. Und ich habe den Bulkstapel umgeschmissen. 40 Booster sind übrigens in so einem Pre-Release-Display drin. Chimsticks again. Und wir gehen rein in Ogerporn. Ich finde übrigens die türkisgrüne Maske von allen Ogerporns optisch am schönsten. Evoli, auch so ein schönes Artwork. Ich würde mir wünschen, dass wir noch eine Secret Rare rausziehen, also eine Alternative. Das wäre sehr, sehr cool. Windewoge schon wieder. Läuft. Mit Windewoge kann ich, mein Frostige-Deck jetzt erweitern bei den ganzen Windewoge, die wir hier ziehen. Vulpix im Schlafen. Das Bulnona dazu ist übrigens auch sehr, sehr schön. Florges. Oh, ich krieg Albträume von diesem Tier. Zankabu und Kubidos. Auf dem Pre-Release-Turnier hat eine, die mitgemacht hat, hier die Alternative gezogen. Das war schon, die war schon richtig schön. Aber sie sagte so, oh, ich habe hier nur diese Sleeves, die ich hier habe. Und das ist so schlimm, wenn man die dann auf ein Turnier zieht, weil dann muss man damit spielen. Und dann könnte die Damage nehmen. Und ich habe das so gefühlt. Was ist mit dir? Ich fühle dich nicht. Ich brauche dich doch nicht dreimal. Also Art Rares hat sich, die haben sich dazu entschieden, in diesem Display Art Rare technisch nur Voltrill reinzumachen. Okay, und Fukano. Fukano war auch noch okay. Müssen wir beachten. Okay, ich hoffe, wir könnten noch. Oh Gott, wie heißt sie noch? Gema, glaube ich. Gemma. Die andere Seite von Fukano ist ja seine Trainerin. Oha. Wenn wir die ziehen würden, das wäre anders wild. Illumise, Pixi und Dinglu. Okay, vorletztes Kit. Auch wunderschön, oder? Also ich finde ja auch die Designs der Kit immer wieder toll. Ich mag das einfach. Schon wieder ein Chimsticks. Braucht jemand von euch ein Chimsticks? Ich mag das einfach. Ich weiß nicht. Ich weiß, viele von euch mögen diese Pre-Release-Kits nicht. Ich verstehe das auch, weil die Decks sind halt wirklich. Man kann gut damit spielen, aber es ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen, wenn man sich ein eigenes Deck baut. Also, oh, hier Käfersammler-Set war übrigens auch sehr, sehr gut. Kannst du dir die obersten 7 Karten deines Decks anschauen und eine Kombi aus 2 bis zu 2 Basis-Pflanze-Energie oder Pflanzen-Pokémon raussuchen. Ein Luxtra, den habe ich auch gesehen. Das Artwork finde ich nicht ganz so schön, aber Luxtra ist ein cooles Pokémon. Next one! Rein da! Möchte noch einen absoluten Banger ziehen. Ich meine, wir haben eine Full Art gezogen. Wir haben viele X. Wir haben Ass-Klasse-Karten gezogen. Art Rares. Zwei verschiedene. Eigentlich haben wir 4 gezogen, aber 2 verschiedene davon. Aber so ein Knaller. So in so einem. Jeder zieht doch auf dem Pre-Release-Turnier. Irgendeiner ist immer da, der sagt: Wow! Und dann hast du da irgendwas richtig Krasses gezogen. Komm schon. Ein Banger, der Küchenchef, den habe ich auch gezogen. Scaraborn, Delfinado und Windewoge schon wieder. Merk schon, Windewoge ist mein Boy. Katapultra, allein, dass der auch auf dem Artwork ist, das löst jetzt immer Traumata in mir aus. Emolga, Amphisel, Illumise, Knopfel, anderes Artwork übrigens. Gordrom, Tracys Unterstützung. Die wäre sehr cool gewesen. Oh, ich dachte gerade, die macht was mit Wasser-Pokémon. Nee, macht sie gar nicht. Okay, dann ist sie doch nicht so gut für mein Wasserdeck gewesen. Ariados, Beaturi und Bonino. Last Kit Magic, meine Lieben. Ich hoffe, die Länge des Videos ist fein für euch. Normalerweise öffnen wir ja kein ganzes Display, aber dieses Set. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, wie ihr dazu steht, aber
ich weiß nicht, ich feiere das Set nicht so sehr natürlich jetzt wie Paldia Schicksale. Das hat mich ja komplett gecatcht. Aber leider ist das Packluck da nicht so mit mir. Aber neue Sets sind immer sehr, sehr cool. Gerade auf Pre-Release-Turnieren das zusammen zu erleben. Ich finde es schön. Ich hoffe, das hört niemals auf, dass es die Option gibt, das zu machen. Oh, ja, mit Vulnona Reverse. Sehr, sehr schöne Karte. Oh, Gemma, da ist sie ja. Und die ist auch sehr, sehr spielstark. Das ist, wie gesagt, die, wo du zwei Pokémon aus deiner Hand ablegen kannst und zwei Stück aus deinem Deck einfach wieder raussuchen kannst. Egal welche. Das ist eine sehr, sehr schöne Karte. Schön, dass wir die gezogen haben. Haben wir jetzt nochmal Last Kid Magic. Also ein Hit von vieren haben wir schon. Wäre interessant, ob wir auch noch mehr bekommen. Knattox, Volbeat, Nigiragi, Farigiraf, der Störturm. Knapfel, noch keine SAR. Okay, nein. Vorletztes Booster. Wie gesagt, meine Lieben, schreibt mir auch gerne mal... Oh, wir starten mit Evoli, wie gut! Schreibt mir doch gerne mal eure Meinung zu diesem Set in die Kommentare. Habt ihr Chase-Karten, also Lieblingskarten, die ihr ziehen wollt? Habt ihr an einem Turnier teilgenommen oder nehmt ihr an einem Turnier teil? Oder wie steht ihr grundsätzlich zu diesem Set? Ja, praktisch. Arcani und Vulcano direkt hintereinander. Checkt auch gerne die Videobeschreibung aus, um zu dem Online-Shop der Battlebären zu kommen. Eventuell auch, um Neues von dem Set Maskerade im Zwielicht vorzubestellen, falls euch das interessiert. Schaut dort gerne mal vorbei. Gibt auch immer coole Angebote auf der Website für den einen oder anderen Sparfuchs. Lohnt sich auf jeden Fall. Last Pack Magic, ziehen wir noch was! Amphizzle und... Skelabra. Ich bedanke mich bei allen, die bis hier geschaut haben. Vielen, vielen lieben Dank fürs Supporten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!